Gott, wie viele Viecher laufen denn hier rum, die... Wer kommt denn hier alles hinterher, ey? Feuer, Schwefel, Asche und Blitze regnen vom Himmel her nieder. Gott. Und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved mit der Mod Titanic von der Map Ragnarok. Ich befinde mich in meiner Unterwasser-Base, die ich aufgebaut habe beim Artefakt. Und ich bin hier mit dem Wolf, den ich in der letzten Folge, nein, Moment, in der vorletzten Folge gezähmt habe. Ich komme schon wieder durcheinander. Es ist unglaublich, diese vielen Folgen immer. Und diese Funken, die um ihn rumsprühen, die machen mir eine Sache klar. Dass es hier in dieser Unterwasserbase einfach viel zu dunkel ist, wenn ich diese Funken so hell um mich rumfliegen sehe. Das bedeutet, wir brauchen hier unten eigentlich mal eine Lampe oder so. Oder auch mehrere Lampen. Ganz viele Lampen brauchen wir, damit es hier ein bisschen heller wird. Und wir brauchen auch noch mehr von diesen Kästen, dass wir hier noch ein bisschen mehr Platz haben auf jeden Fall. Ich würde sagen, das machen wir mal alles demnächst. Und jetzt werden wir erstmal dafür sorgen, dass der Wolf wieder zurück in die Base kommt. Ja, das ist jetzt gerade irgendwie wichtig. Ich will jetzt nochmal gerade gucken hier. Was hatte ich hier eigentlich zuletzt gemacht? Ich hatte nur die zusätzlichen Bauelemente angebracht, ne? Wir können ja mal gucken. Vielleicht können wir da ja weitermachen. So, jetzt nicht da ins Loch fallen. Das wäre irgendwie doof. Und auch nicht hier so durchglitschen, bitte. Ich stelle den mal so neben mich, genau. Ah, warte mal. Ist gerade zufällig ein Artefakt gespawnt. Nicht, dass ich jetzt hier den Artefakt-Spawn verhindere, indem ich hier gebaut habe. Das wäre natürlich ungünstig, ne? So ein bisschen. Ich seh auch gerade keinen Artefakt, ehrlich gesagt. Müsste es nicht eigentlich da direkt da dahinter sein, theoretisch? Ich glaube schon. Ich schau mal nach. Hoffentlich ist jetzt kein Tuso hier. Tuso? Einfach mal schnell gucken. Nö, ist gerade kein Artefakt. Ich hoffe echt, dass ich jetzt nicht dadurch, dass ich hier baue, das Artefakt blockiere. Das wäre doof. Das wäre massiv doof. So, dann machen wir jetzt mal. Jetzt, genau. Jetzt muss ich nochmal kurz, ne? Einige von euch haben mir nämlich gesagt, wie ich den Tech-Teleporter richtig benutzen soll. Und zwar soll ich natürlich hier E gedrückt halten. So. Jetzt kann ich hier eine Range festlegen. Ich kann die Range anzeigen lassen. Ich kann ihn aufheben. Und öffentliche Teleportation aktivieren. Ich schätze mal, das ist so, wenn jetzt hier mehrere Leute drauf sind, dann könnte ich auch Leute aus anderen Tribes teleportieren, schätze ich mal. Ich sage jetzt aber mal Show Range. Na, ja, okay, die ist schon... Das ist die ganze Base hier, ey, fast. Okay, also wenn wir uns zurück teleportieren, kommt ja kein Tier hierher. Das heißt, das können wir jetzt einfach mal bedenkenlos tun. Nach S+ Teleporter teleportieren. Haha! Und wir haben es geschafft! Wir haben den Wolf teleportiert. Nice. Okay, der ist jetzt hier in der Base. Das ist schon mal gut. So, jetzt will ich hier nochmal gucken, ne? So von wegen Teleporter und so. Nochmal Show Range. Boah. Der Rock Drake ist aber gerade so nicht mehr drin, ne? Ja, genau. Gerade so. Wenn sie hier hinten stehen, sind sie gerade so nicht mehr drin. Kann ich das nicht einfach auf niedrig stellen irgendwie? Moment. Set to medium range. Ach, das ist medium. Okay, das ist also klein. Set to small range. Ja, ich glaube, so ist das besser, ey. Ohne Witz. Wenn es wirklich nur mich teleportiert und nichts anderes. Und wenn doch mal irgendwie was teleportiert werden soll, was größer ist, aus welchem Grund auch immer man das tun sollte, ich weiß es nicht genau. Vielleicht, wenn man wirklich mehrere hat und auch wirklich von einer Ecke der Map in die andere teleportieren möchte. Wenn es vielleicht auch nicht gerade unter Wasser ist, die Location. Dann könnte man das Ganze dafür benutzen. Okay, habt ihr mir mal wieder ganz wichtige Dinge erklärt. Ich hatte nicht geahnt, dass es hier auch so ein Menü gibt. Aber ja, natürlich gibt es so ein Menü. Ist ja logisch irgendwie. Und das habe ich natürlich wieder nicht gesehen, wie es immer so ist. Naja, wenn ich das nicht tun würde, das hat der Flachtax auch schon gesagt, dann würde es ja nie solche lustigen Szenen geben, wie dass meine Tiere dann plötzlich unter Wasser sind. Nicht wahr? Wenn ich immer alles sofort durchschauen würde. So, jetzt muss ich hier mal gucken. Kann ich hier jetzt eigentlich noch so Compartments machen?
Ach so, Moment, die muss ich jetzt mal freischalten wieder. Das ist ja alles wieder zurückgesetzt worden. Moment. Gott, genau das hier. Lernen. Vakuumraum und Vakuumschleuse. Hätte ich aber gerne die Plus-Variante noch. Moment. Vakuum-Moonpool und Vakuum-Compartment. Es gibt ein Vakuum-Compartment-Door. Interessant. Moment. Eine Moonpool-Door gibt es, glaube ich, auch. Genau, Moonpool-Trapdoor. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Genau, schwarze Perlen hatten gefehlt, ne? Ja, genau. Okay, aber ich lade jetzt erstmal die Sachen ab, die wir jetzt hier beim letzten Mal so gesammelt haben, bei der letzten Tour. Ein bisschen was ist ja schon zusammengekommen. Wir haben ein paar Kristalle bekommen. Wie lange dauert das hier eigentlich noch? 12 Stunden und 40 Minuten. Oh Gott. Ja, da muss ich wirklich mal zwischendurch die Zeit ein bisschen schneller laufen lassen. Auf jeden Fall. Vielleicht ja schon bis zur nächsten Folge. So hier die Kristalle. Das da. Die Cementing Paste. Die können wir mal hier reinpacken. So, so, so. Und diese Pfeile, genau, die behalten wir natürlich. Die brauchen wir wieder zum Betäuben. Denn, meine lieben Freunde, jetzt machen wir etwas, das ich schon lange hätte tun sollen. Wir gehen jetzt mal mit dem Wolf in die Wüste. Na, wie gesagt, ich möchte jetzt ein kleines Tier nehmen. Und der Wolf, der ist jetzt genau richtig geeignet dafür. Mit dem gehen wir jetzt in die Wüste. Und schauen uns mal so ein paar Tiere an, die wir da vielleicht auch noch zähmen können. Jetzt ist ja auch gerade die Sonne aufgegangen. Es ist 7:33 Uhr. Perfekt. Perfekt. So, Tür zu. Und dann schnell, 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 schnell in die Wüste. Wie gesagt, da gab es ja durchaus einige relativ interessante. Lol, der schläft hier immer noch. Wie lange hält denn die Torpor noch? Ah, der wacht gleich wieder auf. Schnell weg, bevor er aufwacht. Dann ist er, glaube ich, nicht mehr so gut auf mich zu sprechen. Ich könnte ihn natürlich einfach nochmal betäuben. Oder mit dem Wolf einfach töten. Aber sowas tue ich jetzt nicht. Das tue ich jetzt nicht. Nicht jetzt. Wir haben Wichtigeres zu tun. Ich würde jetzt ja gerne mal einen Ravager zähmen, ehrlich gesagt. So ein Aberration Ravager. Aber in seiner Eternal Form. Das wäre mal ganz cool, ehrlich gesagt. Argentavis. Gehen wir mal hier runter. Runter, runter, runter. Abspringen. Da. Genau, ein Ravager. Die waren ja hinter diesem Berg am Rand der Wüste rumgelaufen. Zumindest habe ich da mal ein, zwei gesehen. Die scheinen auch nicht so häufig zu spawnen. Sind ein bisschen seltener. Bin mal gespannt, ob ich das hinkriege. Oh mein Gott. Ah, was macht denn hier ein Tyrannus? Wieso? Ah, der Golem ist aufgeplöpst. Ah! Oh nein, warte mal, nicht zum. Oh Gott. Ich werde hier beschmissen schon wieder. Das kann ja wohl nicht angehen. Springen. Oh nein, noch ein Wolf. Au. Nicht in den Po beißen. Ihr Pobeißer, ihr. Ihr Schweine. Springen. Jawohl. Zum Glück springen die Computerviecher ja nicht. Höhö, die laufen einfach dann darunter. Höhö. Ah! Das finde ich jetzt nicht so gut. Ja, der fliegt natürlich auch so erratisch von rechts nach links, ne? Damit man ihm auch gar nicht richtig ausweichen kann. Dem Manticore. Kann ich hier hoch? Oh, der Baum fliegt. Baum fliegt. Genau, hier lang. Hier hoch. Dann ein bisschen links halten. Würde ich sagen. Oh, schon wieder ein Wolf. Oh nein, schon wieder ein Boss. Oh nein, noch ein Boss. Wer ist hier der Boss? Mit dem Tier hier kann ich auf jeden Fall die Bosse nicht besiegen. Also die Chance dazu ist eher gering. Ich springe hier mal hier runter. Gott, wie viele Viecher laufen denn hier rum, die. Wer kommt denn hier alles hinterher, ey? Feuer, Schwefel, Asche und Blitze regnen vom Himmel her nieder. Gott. Oh, da ist ein Elite-Dilo. Da!
Spring! Spring! Warte mal, wir müssen dir mal Regen-Potions reindrücken. Und vielleicht auch noch ein paar reingeben. Sonst könnte es sein, dass du stirbst. So, jetzt wird's lustig. Ich glaube, aus der Perspektive sehe ich die Würmer nicht so gut. Erst wenn es zu spät ist, glaube ich. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo sind hier Ravager gewesen? Oh, da ist ein Babykänguru! Da hinten! Ein Babykänguru! Das muss ich mir ansehen. Oh, wie niedlich! Oh, warte, lass dich angucken. Hey. Ein Babykänguru. Niedlich. Es ist so niedlich. So. Ravager, da links habe ich einen Wurm brodeln gesehen. Wir brauchen aber Ravager. Da rechts ist ein Sarcosuchus. Wo sind die Ravager? Es war schon so in der Richtung, ne? Ich kann mich so dunkel erinnern, dass es so grob so da so gewesen ist. Wo der Ravager rumgelaufen ist, der eine. Dunkel und grob kann ich mich erinnern, dass es da so gewesen ist. Was läuft denn da unten rum? Ach, ist ein Iguanodon, ne? Ja. Das ist ein Iguanodon. Kein Ravager in Sicht. Also ich glaube, die sind wirklich ein bisschen seltener, die Ravager. Aber ich habe definitiv einen gesehen, das weiß ich. Da bin ich nicht bekloppt oder so. Ich habe definitiv einen gesehen. Definitiv. Aber sowas von habe ich einen gesehen. Das ist wieder eine Aschetina. Wo sind die Ravager? Mal ein bisschen hier hochgehen. Da kloppen sie sich schon wieder. Wo sind sie? Wo sind sie? Oder der eine, den ich gesehen habe. Wo ist er? Das muss er ein bisschen weiter hoch, glaube ich. Ich glaube, hier bin ich so ein bisschen falsch. Hier war irgendwo ein Ravager und ich glaube nicht, dass ich den irgendwie getötet habe oder so. Der war hier. Ich glaube nicht, dass ich verrückt bin. Nee, nee. Oh, scheiße. Ich glaube, ich werde verfolgt gerade. Hui, hui, hui. Jetzt bloß in einen Wurm reinspringen. Ich glaube, das überlebt der Wolf nicht. Die Mantis ist weggeplöpst. Habt ihr das gesehen? Standard-Skorpion. Hahaha. Ha, ha. Wo sind die Ravager? Wo sind sie? Wo sind die Ravager? Ich glaube, das war hier. Ich glaube, das war exakt und präzise. Ah! Ich glaube, gegen so eine Prime Mantis habe ich auch keine Chance. Ich glaube, die macht ziemlich schnell ziemlich viel Aua. Einfach fliegen, einfach hüpfen. Einfach schnell weg. Habt ihr dieses komische Brummen gerade gehört? Was? Hier ist ja ein Schaf. In der Wüste. Du hast also die Wüste kahl gefressen. Du warst das also. Kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, Moment. Da hinten ist der Spino. Da ist wieder ein Elite-Dilo. War das nicht hier irgendwo, wo ich den gesehen habe? Den Ravager? Das war doch hier irgendwo, verdammt. Verdammte Axt, verdammte. Das war doch hier irgendwo. Ich weiß es genau. Das war hier irgendwo in der Nähe. Ansonsten könnte man natürlich auch mal gucken, ob man so ein Elite-Dilo zähmen kann, ne? Stimmt, kann man die zähmen. Ravager, Ravager, wo sind die Ravager? Ravager, Ravager. Ja, ach komm. Ich kann auch hüpfen. Ich kann es besser als du. Ah! Da war eine Düne. Eine Dünung war da. Ich sehe keine Ravager. Ich bin aber nicht bekloppt, oder? Ihr habt das da auch gesehen in der einen Folge. Ich weiß genau, dass da ein roter... Ja, so Prime Ravager halt war. Das ist schon irgendwie... Wow! Alter Verwalter. Schreckt mich doch nicht so. Ich dachte, mich verfolgt schon keiner mehr. Ich dachte, ihr habt schon alle aufgegeben.
Naja, ich habe ja unendlich Stamina, mehr oder weniger. Hui, also nicht unendlich, aber sehr, sehr viel. Ich glaube, ich muss einfach hier nur so lange rumlaufen, bis ich mal einen Ravager sehe. Und aufpassen, dass ich nicht von den Mentisten getötet werde. Hier war doch so eine komische Höhle, ne? Da ist bestimmt keiner drin. Ich weiß das genau, dass es Ravager hier gab. Ich bin doch nicht Meshugge, ich weiß das doch. Ich habe das doch gesehen. Das habe ich sogar vom Darkstar aus gesehen. Dass es hier welche gab. Ach, ihr seid hier Standard-Mentisten. Ihr solltet echt überlegen, mit wem ihr euch anlegt. Das kann ganz schön ins Auge gehen, so. Wenn ihr einfach so auf Leute euch stürzt. Hui, hui, hui. Gibt es hier vielleicht irgendwo einen Spot, wo die gezielt spawnen vielleicht? Also wo wirklich definitiv immer einer kommt? Ich weiß es halt nicht, keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher. Oh Gott, das war voll gegen den Stein gesprungen. Aber das hier ist auch alles neu, ne? So ein bisschen. Also, aua. Ah, lass mich. Geh weg. Haha, du bleibst überall hängen. Ah, scheiße, ich auch. Ah, oh nein. Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, schlecht, schlecht. Oh, da ist Wurm. Okay, wir machen mal Folgendes. Ein Experiment, ein kleines. Scheiße. Geh, spring, 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 spring. Oh Gott, scheiße. Scheiße. Okay, jetzt müssen wir improvisieren hier ein bisschen. Improvisieren, 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 improvisieren. Improvisieren. Wer hätte gedacht, dass das so gefährlich ist, Ravager zu suchen? Habe ich noch verfolgt? Ich glaube nicht. Okay, jetzt schnell, schnell, schnell den hier. Hui, das war mal wieder... Puh, sehr spannend. Meine Güte. Meine Güte, ey. Okay, Moment, 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 Moment. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ravager, 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 Ravager. Also ich kann euch jetzt schon mal versprechen, sollte ich keinen Ravager jetzt hier durchs Rumlaufen finden, dann werde ich offscreen so lange rumlaufen, bis ich einen gefunden habe. Denn ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich hier einen gesehen habe in der Gegend irgendwo. Ich habe hier irgendwo einen gesehen. Ich weiß nur nicht mehr genau wo. Das ist halt momentan der Haken. Ich gehe mal oben auf die Düne rauf. Nicht, dass jetzt hier auf der anderen Seite der Düne einer rumläuft. Ich habe halt auch die Eternal-Variante gesehen. Nicht einfach nur so ein Standard-Ravager, sondern es war schon ein Eternal-Ravager. Deswegen, da bin ich mir verdammt sicher, dass ich einen gesehen habe. Aber sowas von. Ah, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh, da ist ja ein Wurm. Oh, da hat ja ein Schwein gehabt. Hätte ganz schön ins Auge gehen können, ne? Das ist aber ohne Witz jetzt, ne? Verfolgt mich der Wurm eigentlich? Ach, scheiße, der verfolgt mich ja. Kacke. Wenn er einmal getriggert wurde. Muss ich mich aber beeilen jetzt hier. Jetzt habe ich hier gleich Spaß. Ich glaube, in der Wüste ist das mit dem Wolf vielleicht doch keine so wahnsinnig gute Idee. Mich beschleicht so ein gewisses Gefühl, dass das doch keine so wahnsinnig schlaue Idee ist. Weil das hier doch ganz schön gefährlich ist, so. Oh, ein Wüstenloot. Da, ein Wurm. Oh Gott, wie der mich immer noch stalkt. Hier will ich jetzt aber doch mal schnell reingucken. Oh Gott, schnell. Oh, weg. Ich habe, glaube ich, ein Nachtsichtgerät bekommen. Kann das sein? Und wenn es schwer ist, dann kostet es viel Geld. Schnell weg. Schnell weg, schnell weg. Ich glaube, er ist immer noch hinter mir, der Wurm. Vielleicht stolper ich ja jetzt durch Zufall über den Ravager. Vielleicht habe ich Glück und ich stolpere über ihn. Ey, wo war denn das nochmal? Wo habe ich den denn nur gesehen? Oder habe ich den aufgegessen? Boah, Alter, was ist mit diesem Wurm nicht richtig? Ich will hier weg, ey. Ich will weg von dem Wurm. Ich habe einen Follower. Ich habe einen ganz schön hartnäckigen Follower da. Oh mein Gott. 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 Oh mein Gott, nein, nicht noch einer. Oh, ich habe schon genug Follower. Einer reicht mir.
In diesem Fall hier. Okay, hier ist wieder das Baby-Känguru. Da haben wir angefangen mit der Reise. Okay, da bin ich jetzt einmal rum und habe keinen gefunden. Oh Gott, nein, nicht schon wieder ein Prime Mantis. Bitte nicht. Bitte spring da hoch. Nein, scheiße. Werde ich immer noch verfolgt? Nein. Okay. Nicht? Nein. Ja, gut. Dann muss ich ganz ehrlich zugeben, an dieser Stelle stehe ich wohl ein bisschen auf dem Schlauch. Ich glaube, ich werde jetzt hier einfach nochmal kurz ein bisschen rumlaufen. Vielleicht finde ich ja dann doch noch die Stelle, wo einer rumläuft. Na, vielleicht offscreen. Bestimmt bin ich da schon 5-mal dran vorbeigelaufen. Davon mal abgesehen. Und ja, dann würde ich sagen, bis gleich nach diesem Schnitt. Und da bin ich wieder zurück, meine lieben Freunde. Ich habe jetzt einen Ravager gefunden. Natürlich ist er nicht weit weg gewesen. Das musste ja so kommen, ne? Er ist... wo ist er? Er war gerade eben noch hier in der Nähe. Auf jeden Fall da drüben. Ah, ich glaube, da habe ich ihn gerade gesehen. Moment. Er ist... hier? Hallo? Hallo? Ravager, hallo? Da! Da hinten ist er. So, wir können ja vom Tier schießen. Glücklicherweise geht das. Jetzt muss ich mal gucken. Oh Gott, dieses Gewackel. Ich habe natürlich nicht getroffen. Jetzt habe ich ihn getroffen. Ich weiß jetzt leider auch nicht, wie oft ich ihn treffen muss. Oh Gott. Oh. Oh, der macht ganz schön Aua, ey. Der macht ganz schön fett Aua. Ich hoffe mal, dass ich das trotzdem hinkriege, ihn zu betäuben. Oh scheiße, der ist 150. Schlaf. Schlaf einfach. Mist, ich muss weg hier. Oh Gott, das geht ja gar nicht. Stimmt beim Ravager. Das geht ja beim Ravager gar nicht. Scheiße. Oh Gott. Schlaf einfach. Schlaf einfach, komm. Schlaf bitte. Bitte schlaf. Warte mal, ich muss so seitlich stehen. Ah ja, läuft weg. Nice, Gott sei Dank. Ja, ja, ja. Oh nein, der ist im Wasser eingeschlafen. Da, wo er schwimmt. Scheiße. Das ist jetzt nicht euer Ernst, liebe Freunde. Der wird da hoffentlich jetzt nicht da verrecken, oder? Verliert er Sauerstoff? Ja, scheiße, er verliert Sauerstoff. Oh, kacke. Okay, aber wenn ich ihn schnell genug gezähmt kriege... Ah, was ist denn jetzt hier? Gott. Wenn ich ihn schnell genug gezähmt kriege, dann, dann kann er das schaffen, Schnell, schnell, ist irgendwas. Habe ich nicht noch ein Taming Potion irgendwie, irgendwo? Ah! Gott. Nein, ah, ich bin gepinnt. Ich kann nicht weg, scheiße. Lass mich los. Lass mich los, du Scheißvieh. Haust du ab, haust du ab. Gott, da kommt auch der Pego Mastax, weißt du? Komm, alles, was nervig ist, kommt. So nach dem Motto. So, oh Gott, ich glaube. Ich glaube, der Ravager, der hat es gleich überstanden, kann das sein? Der. Ja, noch hat er kein Leben verloren. Oh shit. Ey, was denn hier? Oh, was ist das denn? Du kleines Schweinchen von Pego Mastax. Der Pego Mastax klaute dir Azulbeerensamen. Ja, wenn es ihn glücklich macht, soll er es ruhig machen. Aber ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen dreist, hier anzukommen. In dieser Situation, in diesem Moment. Ich hätte gerne jetzt nochmal ein bisschen Prime Meat, ehrlich gesagt. Gibt es hier nicht Paracias oder so? Gab's doch. Das Problem ist... Das große Problem ist... Ich sehe keins. Und ich glaube, der... Sauerstoffbalken von unserem lieben Ravager, der ist gleich abgelaufen. Ah, da hinten ist ein Paracea. Mann, schnell. Ich muss das Paracea verzehren. Stirb einfach. Jawohl, rohes Filet. Wo liegt der Ravager? Der liegt hier irgendwo dazwischen. Da unten liegt er. Ein pinkes Känguru. Interessant, was man hier alles sieht. So, gib mir mal so 2 Stücken Prime Meat. Er muss ja noch einmal was essen. Oh Gott, nee, ich glaube, das wird nichts mehr. I shit you not. Und da ist er tot. Scheiße. Mann, dieser Fluss, weißt du, der ist so schmal. Der ist so schmal. Und er muss natürlich, wenn er da hingeht, muss er im Fluss, also mitten in diesem schmalen Fluss, muss er da hingehen. Ach nein, ich
könnte schon wieder zwei Kabel zusammenstecken und aneinander reiben. Ich raste aus. Mann! Es tut mir leid, es ist hier auch sehr warm gerade, sollte ich vielleicht dazu sagen. Wenn ich solche Aussagen bringe, dann bin ich nicht Herr meiner selbst. Ich würde sagen, was soll's auch. An dieser Stelle ist diese Folge zu Ende. Was bleibt mir jetzt noch anderes übrig? Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Ark Survival Evolved, wenn ich das nächste Mal ziellos in der Gegend rumrenne, etwas finde am Ende der Folge und es nicht schaffe, es zu zähmen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne nochmal in die anderen Folgen rein, die hier an der Stelle verlinkt sind. Schaut auch gerne nochmal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Raffling für G-Portal-Server, bei dem ihr 5% Rabatt auf Server bekommt. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao.